Hallo, ich bin ein Assistent von Kunomail. Vielleicht kennt mich der ein oder andere Kunomail-Benutzer bereits. Ich habe mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz das Sprechen gelernt. Im Auftrag von mailhilfe.de werde ich mal zeigen, was sich seit 3 Jahren geändert hat. Denn vor 3 Jahren im März 2020 wurde IncrediMail abgeschaltet und im Dezember 2020 wurde Kunomail vorgestellt. Aber was macht den Unterschied von Kunomail zu IncrediMail? Das wollen wir heute mal in diesem Video zeigen. Auf geht's! Sie haben neue E-Mails in Ihrem Postfach. Bei IncrediMail gab es die Melder. Bei Kunomail gibt es Assistenten, die wahlweise Deutsch oder Englisch sprechen. Diese Assistenten erscheinen immer dann, wenn eine neue Nachricht in dein Postfach geladen wird. Am Anfang gab es nur wenige Assistenten, doch das ändert sich gerade rasant. Hier mal eine kleine Auswahl. Mit Kunomail können Sie alle Ihre E-Mail-Konten verwalten. Die Einrichtung eines E-Mail-Kontos ist denkbar einfach. Entweder geben Sie Ihre Zugangsdaten selbst ein oder Sie nutzen die automatische Einrichtung über Kunomail. So wird der Zugriff auf Ihr E-Mail-Konto zum Kinderspiel. Was zum Beispiel bei IncrediMail fehlte, war eine Chat-Funktion. Mit Kunomail Connect kann man mit seinen Kontakten einzeln oder in Gruppen kommunizieren und Daten austauschen. Es gibt öffentliche Gruppen, in denen der Austausch mit anderen Kunomail-Benutzern möglich ist. Natürlich können auch eigene private und öffentliche Gruppen erstellt werden. Bilder, Videos und eigene Gestaltungsmöglichkeiten sind in jeder Nachricht völlig frei möglich. Das erweitert Kunomail zu einem völlig anderen Kommunikationskanal. Das Erscheinungsbild von Kunomail kann den eigenen Wünschen angepasst werden. Dies war auch bei IncrediMail mit den sogenannten Skins möglich, jedoch sind die Anpassungsmöglichkeiten bei Kunomail deutlich ausgeprägter. Nicht nur die Oberfläche kann verändert werden, auch viele Funktionen können angepasst werden. So können zum Beispiel andere Farben eingestellt und im Hintergrund laufende Videos ausgetauscht werden. Da macht das E-Mail-Verwalten und Schreiben richtig Spaß. Du verwendest noch IncrediMail und möchtest zu Kunomail wechseln? Mit dem IncrediMail Importer können selbst erstellte Briefe aus IncrediMail einfach konvertiert und automatisiert nach Kunomail übertragen werden. Was kann der IncrediMail Importer sonst noch? Einlesen von .mc-Dateien ab. Version 1.1. Konvertieren von Briefvorlagen. E-Cards konvertieren. Importieren von Kontakten. Ausgewählte E-Mails importieren. GIFs importieren. Alle Bilder importieren. Sounddateien importieren. Damit sollte dem Umstieg nichts mehr im Wege stehen. Kennt ihr den Movie Maker? Mit dem Movie Maker könnt ihr Videoclips für Freunde, Familie, Bekannte und Verwandte erstellen. Maximal 30 Sekunden lang. So könnt ihr zum Beispiel eine Einladung an viele Empfänger gleichzeitig verschicken. Um das Ganze noch schöner zu machen, gibt es im Kunomail Online-Shop auch passende Rahmen für euer Video. Viel Spaß beim Streamen. Das sind schon viele Möglichkeiten. Aber was es bei IncrediMail überhaupt nicht gab, war der Support per Video. Das ist bei Kunomail ganz anders. Es gibt einen YouTube-Kanal, der regelmäßig mit neuen Video-Tutorials gefüllt wird. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kunomail bietet noch mehr Funktionen und wird ständig weiterentwickelt. Hast du Kunomail schon ausprobiert? Wenn nicht, dann findet ihr den Download-Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr Videos mit mir, der Elfe von Kunomail, sehen wollt, dann abonniert den Kanal und vergesst nicht den Daumen nach oben.